Hallo, ihr Schildkröten. Ich weiß, es ist schon wieder eine Weile her. Ich schulde euch auch noch den Lesemonat August. Der kommt eventuell diese Woche auch noch. Aber heute komme ich erstmal mit einem Buch zu euch, das heute erscheint. Und zwar dieses hier, Auf dem Seil von Theresia Mora. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein Überraschungsbuch für mich. Und eine Anregung, weitere Bücher von Theresia Mora zu lesen. Vor allen Dingen die Vorgänger. Denn dieses Buch ist der dritte Teil einer Trilogie, die sich um den gleichen Protagonisten dreht, nämlich Darius Kopp. Um das gleich vorwegzunehmen, ich habe die anderen beiden Bücher nicht gelesen. Und das ist auch nicht schlimm. Man kann dieses Buch auch einfach so lesen und genießen, so wie ich es getan habe. Oder eben man freut sich, weil man die Trilogie abschließen kann. Ich möchte jetzt auf jeden Fall die Vorgänger lesen, vor allen Dingen den ersten. Und ja, hoffe, dass ich dazu bald komme. Jedenfalls, worum geht es in Auf dem Seil? Es geht um Darius Kopp, wie gesagt. Der war mal IT-Experte, hat bei einer Firma gearbeitet und dann ging irgendwie alles schief, was schief gehen kann. Er hat seinen Job verloren, dann hat sich seine Frau umgebracht, die eine schwere Depression hatte. Und Darius Kopp hat quasi mit seinem alten Leben gebrochen. Er ist aus Berlin losgereist, im zweiten Band war das, und ist auf den Spuren seiner Frau anhand ihres Tagebuches durch viele Länder gereist. Von Ungarn, seine Frau war, glaube ich, Ungarin, bis nach Griechenland und dann nach Sizilien. Auf dem Ätna hat er ihre Asche verstreut. Damit beginnt dann dieses Buch. Und er ist auf Sizilien geblieben. Er ist dort irgendwie in eine Liebschaft gerutscht mit einer, ja, ich glaube, so einer Art Hotelbesitzerin oder sowas. Erledigt da quasi einen Hausmeisterjob, also repariert Dinge, Lampen, holt neue Lampen, streicht irgendwas, keine Ahnung, und zieht irgendwann weiter und wird Pizzabäcker in einer Pizzeria. 3 Jahre ist er unterwegs gewesen und dann eben auf Sizilien und hat keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, hat keinen Kontakt mehr zu seinen alten Leuten, hat alles zurückgelassen. Und dann eines Tages, er macht nebenbei, hat er eine Zeit lang auch noch so Touren für Touristen gemacht, und dabei trifft er eines Tages auf seine Schwester, die auf einmal vor ihm steht, und beide sind total perplex und sie reden auch nicht viel miteinander. Aber es ist so der erste Moment, die Vergangenheit kommt zurück. Und dann, ich glaube, ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate später, steht seine 17-jährige Nichte vor seiner Tür, Lore. Ich glaube, Lorelei heißt sie wirklich. Und bleibt bei ihm. Und er weiß nicht so richtig, was soll er jetzt mit ihr. Sie hat mit ihrer Mutter, also seiner Schwester, gebrochen, ist eigentlich zu ihrem Vater. Da versteht sie sich aber nicht mit der neuen Frau. Und jetzt ist sie bei ihm und ihr ist ständig schlecht. Und sie sagt, dass Freunde von ihr wollen mit ihr in Berlin eine WG gründen und ob sie bis dahin irgendwie bei ihm bleiben kann. Und dann sagt er ja, und dann fährt er mit ihr nach Berlin, weil er sie nicht alleine nach Berlin schicken will, denn Lore ist schwanger. Und dieses furchtbare Schlechtsein ist eine sehr extreme Form von Schwangerschaftsübelkeit. Und er fliegt mit ihr nach Berlin, eigentlich nur, um sie dort in diese WG zu übergeben. Dann verzögert sich das Ganze aber. Und er sagt, okay, die paar Wochen bleibe ich jetzt mit dir hier in Berlin. Und dann beginnt so etwas wie eine Aufräumarbeit. Also er hat ein bisschen was erspart auf Sizilien. Das hat er mitgenommen, dieses Geld. Davon tingeln sie jetzt irgendwie von einem Hotel zu Ferienzimmern, Ferienwohnungen. Dann übernachten sie mal bei Bekannten, bei Freunden. Und Darius Kopp beginnt so wieder, sich in sein altes Leben langsam reinzuarbeiten, aber wirklich nur ganz langsam. Er nimmt Kontakt auch auf, auch zu alten Freunden, mit Rolf, ein ehemaliger Kollege, bei dem wird er besonders liebevoll aufgenommen. Und das ist auch eine schöne Figur. Dann gibt es noch Matteo, das ist ein Kollege auf Sizilien gewesen in der Pizzabäckerei, der kommt dann auch und bändelt so ein bisschen mit Lore an. Das ist irgendwie auch ganz nett, aber man bleibt eigentlich immer bei Darius Kopp. Und er geht dann zu einem Anwalt, fragt, wie ist das mit der alten Wohnung? Er hatte mit seiner Frau eine Wohnung gekauft, die war aber noch nicht abbezahlt, die ist inzwischen zwangsversteigert worden. Es gibt aber noch den Schließfach, da hat er eventuell Geld, was damit ist.
Und er beginnt nach Jobs zu suchen. Also es besteht immer so diese Möglichkeit, vielleicht doch nicht wieder nach Sizilien zurückzukehren, sondern in Berlin zu bleiben. Und ich muss gestehen, ich bin in dieses Buch sehr, sehr schwer reingekommen. So die ersten 100 Seiten oder 90 Seiten wusste ich nicht so richtig, wo geht das jetzt hier hin? Ich fand auch die Sprache irgendwie so ganz merkwürdig. Theresia Mora wechselt nämlich immer die Perspektiven. Und bis ich das so begriffen hatte, was das eigentlich soll, das hat eine Weile gedauert. Sie erzählt, es ist ein personaler Erzähler, der eigentlich aus der Sicht von Darius Kopp erzählt und dann wechselt das manchmal so von Satz zu Satz auf einmal in die Ich-Perspektive. Also man bekommt dann das Innenleben von Darius Kopp. Dann ist auch die Sätze, die gesagt werden, quasi ist alles nicht in Anführungsstriche. Dann kommt manchmal so eine Du-Ebene, in der ich dann auch nicht wusste, redet er jetzt mit mir als Leser? Irgendwann stellt sich dann heraus, er redet mit seiner Frau, erzählt ihr Dinge. Und das wechselt so manchmal von Satz zu Satz dann wieder zurück. Und das ist aber ganz toll, weil das irgendwann so einen Sog entwickelt, einen so greift und gar nicht mehr loslässt. Und weil es ganz, ganz toll diese Zerrissenheit, dieses sich aus etwas rausbuddeln von Darius Kopp widerspiegelt, was mich total gepackt hat irgendwann. Also irgendwann fand ich diese Sprache ganz, ganz großartig und mich hat auch dieses Buch immer mehr, ich wollte wissen, okay, was ist jetzt, schafft er es sich da irgendwie rauszubuddeln, holt er sich sein altes Leben zurück oder natürlich nicht ganz sein altes Leben, aber wird er jetzt in Berlin wieder, settelt er sich irgendwie und das fand ich ganz toll, zumal Theresia Mora so einen ganz liebevollen, schonungslosen, aber liebevollen Blick auf diese Außenseiterfigur hat, die Darius Kopp nun mal ist. Er ist irgendwie so ein Eigenbrödler, kann nicht so richtig mit Menschen, irgendwas sieht immer schief an ihm aus, kleidet sich auch nicht so richtig schick, aber eigentlich ist es ihm auch egal und weiß auch nicht so richtig mit den Frauen, ob er nochmal und also so einer ist das. Und auch Lore ist mehr so ein, irgendwie man weiß auch nicht so richtig bei ihr, irgendwie ist sie irgendwie eine Rotzgöre und ein bisschen Querdenker, aber irgendwie eigentlich auch nur nach der Suche nach Geborgenheit und die findet sie bei Darius und er findet sie irgendwie auch bei ihr und es gibt so einen schönen Satz, sagt er irgendwie sowas wie, vielleicht gewinne ich sie noch lieb oder irgendwie so in dem und es ist auch irgendwie eine sehr schöne familiäre Liebesgeschichte, also nicht, in dem, ne, ihr wisst, was ich meine, sondern so eine Annäherung in der Familie, wo er gar nicht gedacht hätte, dass er da eine Annäherung findet und umgekehrt genauso. Und das, ich fand das alles sehr berührend und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt große Lust, die Vorgänger zu lesen, vor allem den ersten Teil, der auch ein bisschen kürzer ist als der zweite Teil. Ich habe aber auch viel Gutes über den zweiten Teil gehört. Auf dem Seil von Theresia Mora. Bin sehr froh, dass ich dieses Buch gelesen habe und diese Autorin entdeckt habe. Ich habe auch ihren Erzählband hier und wollte da immer mal reinlesen, aber mit Erzählbänden ist das immer so ein Ding, die liegen dann immer eine Weile rum und mal lese ich rein und dann wieder nicht. Aber jetzt habe ich große Lust, mehr von ihr zu entdecken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Vorgängerromane, das ist einmal Der einsamste Mensch der Welt oder so heißt das, Der einzige Mann auf dem Kontinent und das andere ist Das Ungeheuer, wofür Theresia Mora auch den Buchpreis bekommen hat. 2013 war das, glaube ich, den Deutschen Buchpreis. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Vorgängerromane kennt, ob ihr den Erzählband kennt oder irgendwas anderes von Theresia Mora, ob euch dieses Buch interessiert. Eure Gedanken würden mich wie immer sehr interessieren, auch was ihr sonst gerade lest und vielleicht empfehlen könnt. Und ansonsten denkt immer daran, ihr seid nicht verrückt, als ich es bin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffentlich etwas baldiger als das letzte Mal. Bis dahin, tschüss.